Bruder, von mir aus kannst du jetzt auch im Dreck liegen und auf der Straße wohnen. I don't give a fuck. Du könntest vor den Leuten niederknien, kein Schwanz würde dir mehr glauben. Ich hoffe, du bekommst, was du verdienst, Alter. Ich möchte kurz rekapitulieren, was meine Reaktion auf das Ursprungsvideo war. Keiner ist überrascht, dass ApoRed pleite ist. Fakt ist, er ist pleite. Ich habe extra nochmal, weil ich ein bisschen irritiert war mit der Selbstsicherheit des Auftretens, ich war extra nochmal in den Insolvenzbekanntmachungen und habe das kontrolliert. Denn diese Verfahren sind nachweislich eröffnet. Ich habe also mich wirklich gefragt, was fake? Diese Verfahren sind eröffnet. Das ist alles da. Hä? Schrödingers Insolvenz oder was? Worum geht's hier? Ich habe mir zusätzlich auch die Akteneinträge des dazugehörigen Amtsgerichts Hamburg durchgelesen, wo der Insolvenzverwalter die jeweiligen Informationen hinterlegt, was gerade so los ist. Also alles dazu ist ja öffentlich. Ich war also ein bisschen verwirrt. Ich habe dieses Video noch nicht gesehen, aber ich habe heute Morgen mit Karl gesprochen, meinem Podcast-Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat, dass meine Fresse eine nicht irrelevante Rolle in diesem Video spielt. Was mich natürlich schon wieder ein bisschen irritiert hat. Weil ich dachte, hä? Eigentlich habe ich ja ein Kernelement meines Videos mit einer positiven, aufmunternden Nachricht. Nicht abgeschlossen, aber zumindest beinhaltet sie das. Nämlich 5 Minuten rede ich darüber, wie sehr es keine Rolle spielt, ob er arm oder reich ist. Wie sehr die Leute, die ihn wirklich kennen und wirklich mögen, wahrscheinlich darüber hinwegkommen werden und ihn einfach deswegen unterstützen. Ich war also ein bisschen irritiert, wie es sein kann, dass diese Wahrheit, und das möchte ich einfach im Raum, das muss hier einfach mal in den Raum gestellt werden, unabhängig davon, dass ich das Video jetzt gleich sehen werde. ApoRed ist insolvent. Das Verfahren ist eröffnet, dafür gibt es Dokumente, das ist alles einsehbar. Es gibt dazu keinen Zweifel. Dass er ein Statement macht, habe ich als etwas Positives begrüßt, aufgrund der Tatsache, dass er sich eingesteht, dass das so ist. Darum bin ich wirklich verwirrt, wie man sich jetzt hinstellen kann, nach dem ganzen positiven Feedback. Und da bin ich nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der positives Feedback gegeben hat. Der Leute, also natürlich nicht alle, aber es haben viele Leute gesagt, Bruno, schön, dass du es endlich gesagt hast. Schön, dass wir es endlich offen aussprechen können. Du bist Brokimoki, mach dir keinen Kopf, komm wieder auf die Beine und dann wird alles gut. Das war zusammengefasst meine inhaltliche Auseinandersetzung damit. Ich habe mich überwunden, all den menschenverachtenden Scheiß, der ihn auszeichnet, außen vor zu lassen und ihm einfach zu glauben. Ja, toll. Ich meine, Schande auf mein Haupt, da wurde ich aber übel hops genommen jetzt. Mein Gott, da wurde ich ja richtig hops genommen. Ja. Aber gucken wir erstmal das Video an. Alpha Kevin hat das Video verpixelt, weil Leon Mascher anscheinend das Video reacten claimt. Ja, also wenn Leon Mascher so dumm sein sollte, dieses Video zu claimen, dann gehe ich davon aus, ja, da ist mein Gesicht drinne, dann wird das aber ganz schnell mal zurückgeclaimt. Der hat ja so viel Fremdcontent verarbeitet, das Video zu claimen wäre eine sehr dumme Idee. Also wirklich, das wäre eine sehr dumme Idee. Auch nur einen Claim rauszuschicken, das wäre sehr, sehr dumm. Also bitte vorab, ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Leon, mach das nicht, ansonsten wäre doof, wäre nicht schlau. Gehen wir ins Video rein und schauen uns diesen Car Crash an, der sich vor unseren Augen jetzt Vollmantelgeschoss-ähnlich in unseren Frontallappen bohren wird. So, Rattity, bist du bereit, Digga? Jetzt kommt Bestrafung, Digga. Wir haben ja alles vorbereitet. Schön Kamera, ne? Das legendäre Steuerbuch. Was habe ich vor? Sag du es mir, was willst du von mir, Mann? Aua! Audioqualität auch wirklich spitzen. Spitzenmäßig. Ey, hör mal auf. Du wirst gleich die Wahrheit sagen, Junge. Du wirst den Leuten erzählen, was bei dir auf Konto los ist. Oh nein. Du wirst erzählen, was die Schulden du bei Finanzamt hast, Digga. Und zwar, erinnerst du dich damals, Digga, haben wir, wenn du Eiers gemacht, Digga, das war 6, 7 Jahre her, Digga. Komm, ich sitze mir mal. Ja, komm. Bro, ich musste mich entschuldigen vor der ganzen Community, vor den ganzen Leuten. Ich wollte mich bei Matt jetzt einfach offiziell entschuldigen. Wenn du eierst, die Entschuldigung. Ich weiß nicht, das war meine Idee. Das also war, mal. Digga, ich musste mich wirklich entschuldigen, Digga. Das war lange her. Vielleicht können wir eine Szene einblenden, wenn es das überhaupt noch gibt, Digga. Bruder, wieso steht die Kamera? Du wirst dich jetzt
öffentlich bei Mert entschuldigen. Hast du keine Eier? Das Ganze wird einfach viel zu krass, gerade mit dem ganzen Hate und so, das geht gar nicht. Was ich auch ganz praktisch finde, und das muss man mal anmerken, dass sowohl das Statement-Video mit der Lüge, mutmaßlich Lüge, und dieses, oh mein Gott, wir haben das alles nur inszeniert, um die Leute hops zu nehmen, praktischerweise im Dezember hochgeladen wird. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir wissen, wieso das so ist, aber naja. Die Leute sind ausgerastet, sie dachten sich, hä, was, Leon entschuldigt sich, Digga. Klar, haben die es auch positiv aufgenommen, aber jetzt dachte ich mir, das ist einfach bei dir genau dasselbe, Digga. Dieses Mal machen wir es aber ein bisschen anders. Damals musste ich mich für meinen Shitstorm entschuldigen, das war deine Idee. Ja. Und heute gibt es ja eine Riesendebatte. Hat Red die Milliarden? Hat er die Yacht? Hat er den Lamborghini? Mit Autos, die nicht ihm gehört hatten, mit Wohnungen, die nicht ihm gehört haben, mit Uhren, mit Unternehmen, die ultra erfolgreich sind und Millionen Umsätze abwerfen. Du musst heute dich bei den Leuten entschuldigen, Digga. Okay. Bei allen, Digga. Sagen, dass du broke bist. Ich habe hier so ein paar Notizen. Du musst 5 Punkte erwähnen, Digga. Die musst du abarbeiten. Dann entschuldigst du dich. Du lest das hoch, Digga. Ey, und dann soll, schauen ey, wir soll mal, wie die Reaktion ist. Ey, komm. Das Video, was wir uns seit Jahren wünschen, die ganze Wahrheit. Okay, das ist krass. Er war ja sonst seit Monaten und Jahren immer darauf bedacht, dieses Image nach außen zu tragen, dass er mega rich ist, dass alles richtig geil läuft. Insi-Modus ist aktiviert. Dann ist er ja irgendwie abgehauen. Über die letzten Jahre warst du der Einzige, der darauf gegeben hat. Und du siehst, wohin dich das geführt hat. Ah, was ist jetzt Phase so? Ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. So, hier das ApoRed. Ich weiß nicht, was hier haben wir einmal ApoRed Steuerschulden 2001 bis 2024, Digga. 2001, Bruder, warst du 2001, Bruder? Ich bin doch erst seit 2013 selbstständig. Also, du erwähnst erstmal kein Geld, das heißt Brokey Mokey, Digga. Dann, sorry an alle, ne, klar, Punkt Nummer 2, kriegst du das hin, mein Lieber? Bist du wach? So, Schuldigen suchen. Immer typisch Red, Digga, ne? Warst du typisch Red? Schuldigen suchen, ne? Er will entweder. Aua, Digga. Aua. Typisch Red, einen Schuldigen suchen. Uff. Dein Streamer oder sagt dein Steuerberater hat rein, alles wegen denen. Jetzt kommt eine kleine Steigerung. 3,6 Millionen Schulden beim Finanzamt. 3,6, das wäre ja noch gut, mein Spaß. Gut, und jetzt hier. Ja. Jetzt kommt nochmal der Burger. Jetzt gibt's Burgergeld. Oh, Digga, er macht mich zum Hund. Ja, aua, Burgergeld. Ja. Ich bin hinter der Kamera, ich gebe dir ein bisschen Regie, damit du immer weißt, auf welchem Stand der Dinge du bist. Boah, Digga, was ist das für eine harte Strafe, Junge, Alter? Du hast mich vor Jahren auseinandergenommen, jetzt kommt die. Er kommt mit 7, 8 Jahren alte Geschichten. Und ich würde sagen, Lappe die Sechste. Sind die eigentlich in der vom Bürgergeld bezahlten Wohnung von ApoRed oder was? Let's go. Digga, ich muss mir vor die Storys jetzt ausdenken. Okay, warte, so. Vielleicht starten wir heute etwas anders, Digga. Bisschen Emotion, weißt du, ich meine? Ist ein ernstes Thema, Red, Digga. Wie, immer so traurig, oder? Ja, Digga, du hast 3,6 Millionen Steuerschulden, Digga. So, meine lieben Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema. Ich bring's erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Das klingt hier schon sehr ernst alles. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Prank ist. Ich habe gar kein Geld mehr. Wer hätte das ahnen können? Meine Beine, du, achte bitte nicht auf mich. Ja, normalerweise so eine Statement, Digga, ich mach dir One-Taker, weil das ist voll schwer, wenn das unauthentisch ist, aber egal, Digga. Weißt du was? Ja, ist voll schwer, wenn das unauthentisch ist, wenn man den Leuten vorgeben muss, dass man arm ist. Also wirklich richtig ekelhaft, wenn man den Leuten vorgeben muss, arm zu sein. Ekelhaft. Voll gelogen. Auch gut kommen würde, Bro, wenn du sagst, Digga, andere Streamer sind ja auch schon pleite gegangen. Jeden Monat geht irgendein Streamer pleite. Digga, die anderen haben es ja auch gesagt. Was macht das für einen Unterschied? Ey, du bist so böse. Du willst richtig, dass die Leute sagen so, ja, aber das ist bei dir ist was anderes, weil du hast gestern nicht zugegeben. Kriegen dann noch mehr auf Reddit. So, Digga, nein, genau. Nein, wird erstmal auf Play halt, gedrückt. Stopp! Wird erstmal kurz der Reaction-Player gedrückt. warte mal, hab ich da gerade richtig gehört? Es war ja obvious, also die Leute, die ihm abgekauft haben, die dachten, alright, Lil Bro hat wirklich die Mios locker sitzen. Ja, so spätestens jetzt müsste den Licht aufgehen. Das muss so anstrengend gewesen sein. Die Leute sagen, er hat seinen Twingo, fährt er nur, weil das sein Fünftwagen ist. Ja, die Leute, die sind doch vorhersehbar. Die sind echt berechenbar, Digga. Die Leute so. Deswegen, Bro. Es wurde jetzt jahrelang zu Recht auf ihm rumgehauen. Wenn ApoRed jetzt gerade in dieser Lage ist, ich bemitleide ihn jetzt auch nicht, weil er die ganze Zeit ja unbedingt den Überflexer spielen wollte. Nachdem er jahrelang dieses ganze Lügenkonstrukt versucht hat aufrechtzuerhalten. Bro, du bist kein Main-Charakter,
Du bist auch nur ein Dulli, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Du bist kein Main-Charakter, du bist ein Bot. Ich glaube, dass Red über ganz lange Zeit versucht hat, sein Image im Internet zu wahren, als der, der so viel hat, der so viel Geld verdient, der so viel teure Sachen besitzt. Also, warte mal, ist Monte nicht close mit Red? Wenn Monte sowas sagt, ich verstehe den Prank nicht. Also, ich muss das nochmal, ich kraft das nicht ganz. Also, wir reden hier von einem offenen Geheimnis vielleicht, oder wir reden hier von einer Information, das ist bekannt. Ne? Der Insi-Modus wurde aktiviert. Und es wurde in einer Art zelebriert, in der YouTube Deutschland oder Social Media das halt nur mitbekommen konnte. Also ich kraft das nicht, Alter. Wie jetzt? Mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen. Wer hat ihnen da vielleicht ein wenig die Motivation gegeben, das zu tun? Der hat wirklich das Tanzverbot-Video gesehen und gesagt, ich mach das auch. Er glaubt, dass das, was Tanzverbot danach passiert ist, nämlich dass er im Stream tausende Spenden gekriegt hat, passiert ihm jetzt auch. Was macht das denn jetzt bei mir für einen Unterschied? Ja, wo ist eigentlich der Unterschied? Ja. Oh. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Video, weil wir jetzt hier vielleicht auch mal sehen, wie er einfach ist. Vielleicht sehen wir jetzt hier gerade mal wirklich den ApoRed so, wie er ist. Das ist ja eigentlich genau die gleiche Situation und... Also genau die gleiche Situation. Das wird auch relativ gut aufgenommen und ich dachte mir ganz ehrlich... Ey, Bruder, es ist wirklich hart, was wir hier machen, Digga, ohne Witz. Also wie gesagt, Bruder, nicht, dass die Leute dann sagen, Alter, wir disrespecten die Leute, die dann, Digga, das kann jedem passieren. Alter. Ja, Bruder. Wie gesagt, kein Disrespect. Ja, alles cool, Digga. Sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, Digga, trotzdem die Millionen sind am Start. Gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Einfach alles. Ehrlich, Digga, alles ist weg, nichts mehr ist da. Alter, ich fass es nicht. Ich habe ja fast ein bisschen Mitleid, wenn er uns nicht Monate, Jahre lang die Hucke voll gelogen hätte. Machen wir die nächste Seite, ich weiß gar nicht, wo wir sind, Digga. Entschuldigung suchen, okay. Da sagst du jetzt, Digga, damit habe ich wirklich nichts zu tun. Ich gebe ja meine Fehler zu. Das Ding ist, Freunde, es gehört auch dazu, bei so einem ernsten Thema oder generell einfach seinen Fehler einzugestehen. Das Ding ist, Freunde, es ist... Bruder, es gehört auch dazu, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem riesen... Ja, die Fehler sollte man sich eingestehen. Bruder, seine Fehler einzugestehen? Das ist ja unglaublich. Das Ding ist, Freunde, es gehört doch dazu, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem riesen Thema. So. Ey, Bruder, Outtakes sind einfach länger als das Video, Alter. Was ich sehr gut finde, dass man hier merkt in dem Video, dass er das tatsächlich ernst meint. Digga, was passiert hier? Freunde, es gehört doch dazu, seine Fehler einzugestehen. Ich muss aber jetzt wirklich sagen... Also ich kann halt wenig dazu sagen, für mich ist das natürlich nur unangenehm zu sehen, nicht unangenehm auf Basis der Tatsache, so wie ich vorhin schon erwähnt, jetzt hier absolut hops genommen worden zu sein. Ich meine, irgendein 14-Jähriger kann das sicherlich denken. Ich denke, für meinen Teil, ich bereue nicht, Menschlichkeit gezeigt zu haben und gesagt zu haben, ich werde jetzt nicht auf ihn rumtreten, weil er sich geäußert hat, denn am Ende ist es genau das gewesen. Ich fand im Kern, finde ich es gut, wenn Leute sagen, ey, es läuft bei mir gerade nicht so gut und der ganze Schein irgendwie fällt. Und man merkt, dass die irgendwo am Boden vor sich hinkreuchen. Ich denke, darauf rumzutreten ist halt fucking lame. Danach streben kann man zumindest das nicht zu tun, ja. Ich weiß nicht, ob man tiefer fallen kann. Oder mir war nicht klar, dass man tiefer fallen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das tiefer gefallen. Also, dass man hier am tiefsten Punkt erreicht ist. Denn mit diesem Punkt nimmt man sich jegliche Form von Authentizität und möglicher... Der Möglichkeit auch nur Menschlichkeit zu zeigen, ist halt vorbei. So ist es. Am Ende des Tages dachte ich, der ApoRed-Arc ist so ein bisschen geschlossen, ja. Weil das Video zeigt einfach nur, ey, ich bin am Boden, Digga, es ist vorbei, ich komme wieder hoch und alle, und das war's, ne? Es kriegen wir schon wieder hin. Und ich dachte, ey, cool, das ist over. ApoRed hat sich geöffnet, die Leute wissen Bescheid. Sie wussten vorher schon Bescheid, es ist nur jetzt so ein offenes Ding. Er muss jetzt deswegen auch nicht mehr angegriffen werden oder man muss sich jetzt deswegen nicht über ihn lustig machen. Wir wissen alle, wo wir stehen. Die Realität ist aber, dass wenn das tatsächlich nur gespielt ist, obwohl die Wahrheit ja irgendwo da draußen ist und ich habe sie ja schon zweimal gezeigt,
Ja, der Einzige, den der da hops nimmt, ist sich selber. Also, der Einzige, der da verarscht wird, ist ApoRed von ApoRed. Und vielleicht wusste er die Konsequenz nicht, vielleicht ist es ihm auch wirklich egal. Mein Gott, aber da hat er ja die ganze Reaction, war ja richtig hops genommen und so. Hat er, heieiei, die sind ja richtig auf ihm auf dem Leim gegangen. Ja, da muss ich mir mal an die Nase fassen, dass ich ihm zugestanden habe, dass es jetzt, weißt du? So eine schlechte Eigenschaft, ne? Ja. Das ganze Leute, die können dir Fehler eigentlich, musst du immer auf Finger zeigen. Komplett reingelegt, ne? Der ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht pleite, obwohl ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet ist vom Amtsgericht Hamburg. Der ist gar nicht so, den Insi-Molus und diese ganzen Wohnungen und das vom, weißt du, ist ja gar nicht so. Das ist alles nur, da ist das Amtsgericht hängt da mit drinne. So, weißt du, das ist so eklig. Das ist so scheiße, was du das jetzt machen musst, Digga. Sein Fehler einzugestehen. Das kommt von ApoRed, Digga, ich glaub's nicht. Bei Red sind ja oftmals die anderen schuld und das würde irgendwie relativ gut ins Bild passen. Junge, ich bin eigentlich der Meister, der Fehler eingesteht, Alter. Oder? Ja, ja. Ich weiß aber gar nicht, was die anderen haben. Ja, Bruder, passt, Digga, du hast recht, Alter. Ey, Junge, einfach deine Nase wird immer größer, Digga. Deine Nase wird immer größer, Digga. Das ist schon ein bisschen, ja, die Wahrheit, ne? Das ist jetzt Stress oder was, ey? Bruder, bei wem wohnst du? Bist du bei der schicken Wohnung hier, Bruder? Mit einer besten Lage? Okay, komm. Ich hatte halt auch über die Jahre hinweg ein persönliches... Es ist halt echt schwierig, Digga. Es ist halt übertrieben lustig, so. Ja, ja. Ein persönlicher Finanzberater und so, Digga. Das ist halt echt geil. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz wichtig, dass man die Schuld bei sich sucht und nur bei sich. Er sagt wortwörtlich, sein Finanzberater ist schuld. Holy shit, wie kann man als Finanzberater so inkompetent sein? Auf Vertrauensbasis, Digga. Geil. Persönlichen Finanzberater, der hat halt gesagt, Digga. Der Finanzhomie ist schuld, oder was? Das glaube ich Ihnen aber. Es gibt ja dann immer so die Leute, die dir sagen wollen, wie das alles funktioniert. Oder er versucht alles auf irgendeine fiktive Person zu schieben, damit er es von sich abwälzen kann und sich den Fehler nicht eingestehen muss. ApoRed schafft es selbst in seinem Entschuldigungsvideo nicht, die fucking Verantwortung zu übernehmen, sondern überträgt es nochmal jemand anders. Was ist denn das für ein Finanzberater? Okay, jetzt kann er nicht nur den Steuerberater, nur nicht den Finanzberater die Schuld geben. ApoRed sagt selber, dass er sich bei dem Typen von dem Büro und dem Ganzen hat blenden lassen. Weil ich mir dachte, Digga, der Typ hat drauf, geiles Büro, etc., da weiß genau Bescheid. Bruder, ey, das ist genauso witzig wie ein Oliver Pocher Abendprogramm. Bruder, steck mich in der Oliver Pocher 1,5-Stunden-Show und ich breche genauso zusammen wie hier gerade auch. Wow, krank. Der hat ja auch ein tolles Büro und so. Boah, Junge, ich kann nicht mehr, Digga, ich weine nicht. Okay, ich mach das jetzt auf One-Taker, aber okay, Digga, hör auf zu lachen, okay, wirklich. Ich will dein Gesicht auch nicht sehen, Digga. Ich okay, mach auch keine Geräusche da hinten, okay? Ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sag ich mal, ne? So, Burgergeld. What the was hat er gerade gesagt? ApoRed bezieht Burgergeld? In Dubai? Burgergeld. Also, er meint es halt wirklich ernst. Burgergeld. Burgergeld? Burgergeld. Also, man muss ja eine Sache, muss man ihm einfach lassen. Ich finde ApoRed unfassbar iconic. Eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen. Das sind übrigens alles immer meine Ausschnitte. Also, ich muss sagen, es liegt hier schon enormer Fokus auf den einzig wahren ApoRed. Content Verwurster. Boah, der sitzt auf einer Wohnung vom Amt? Ja, alle am Diskutieren gewesen. Ist er jetzt irgendwie Multimillionär? Ist er jetzt... Hat keiner diskutiert. Alle wussten, dass du arm bist. Jeder... Oh, sorry. Ja, stimmt. Wusstest du das? Der Multimillionär. Ach, du bist kein Multimillionär. Dreck. Ich hab die Kette kaputt gemacht. Ey, Digga. Universum, 100.000 Euro würde ich jetzt haben. Warte, Aua! Der Multimillionär. Hinter dazu! Das ist ein voller Kühlschrank vom Multimillionär. Oder man sieht der ja. Oder du hast einfach drei Eier nur drin. Okay, jetzt gehen wir mit. Das ist das Richtige, komm. Stellt euch jetzt mal vor, ApoRed macht hier einen Prank und hat eigentlich wirklich die Millionen am Start. Er hat so umgekehrte Psychologie gespielt und eigentlich hat er wirklich extrem viel Geld. Stell dir mal vor, ist alles gelogen und er macht nur, um zu zeigen, wie sich alle Ghosts drüber lustig machen und so, einen auf den und dann kommt er wieder und sagt, ja, bin doch Millionär. Das wäre crazy. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Allein bis zum nächsten Mal, ich war extra geil. Digga, der ist, nee, komm, oh, ja, ich hab das schon gut gemacht, Digga, komm. Jetzt ist alles auf dem Tisch, Digga. Es ist alles, alle Karten liegen offen.
Es hat echt lange gedauert. Das ist heftig. Da kam die Wahrheit, die wir uns jetzt seit 5 Jahren gewünscht haben. Endlich. Viele haben da ein bisschen zu sanft drauf reagiert. Mich interessiert, wer mit im Raum war. Er hat offensichtlich ja immer mal Augenkontakt zu jemandem gesucht. Ja, vielleicht hat er jemanden im Umfeld auch, der ihm dazu geraten hat. I don't know. Ey, nennt mich verrückt. Ich sage euch, er könnte immer noch Comeback machen. Der Dude war immer unterhaltsam. Ich kann mir den anhören, ich kann mir den angucken. Ich finde das immer unterhaltsam so. Also das muss man ja auch würdigen können. Ja. Aber eins muss ich sagen, Bruder, bezahl mal echt deine Steuerschulden. Ey. Ja, come on, Alter. Finanzamt muss schuldet, glaube ich, sogar mir Geld, Alter. Ohne Witze, ey, ich schwör's dir. Bruder, du hast echt durchgezogen, ne? Krass, Alter. Das ist aber irgendwie viel, viel mehr als eine Entschuldigung. Ey, kann ich Werbung machen? Das ist so ein... Viele interessiert da wirklich, wie die aktuelle Situation ist. Ja, sicher. Also, es ist voll schlau, ein Video zu machen, dann ein Video hochzuladen, dass das Video als gelogen und oder in Neudeutsch geprankt darstellt. Und jetzt sagt man, kann ich Werbung machen für... Ja, ja. Wirklich mit Insi-Modus etc. Und darüber... Jetzt kann ich wirklich ein Gespräch hochladen, genau, genau. Ich sowieso ein separates Video machen. Wo ihr gerade das Video seht, ne, viel interessiert gerade sowieso, wie die aktuelle wirkliche finanzielle Lage ist. Ob ich jetzt ein Steuerhinterzieher bin, der Multimillionär ist, der im Ausland lebt. Oder ob ich wirklich ein Burgi-Geld-Brokey-Mokey-Hase bin. Darüber habe ich jetzt wirklich einen aktuellen Talk hochgeladen, wie der aktuelle Stand ist, auch mit Beweisen, etc., mit Briefen und Haus. Junge, fang bloß nicht wieder an, Alter, es reicht jetzt, Junge. Nein, lass es einfach. Das Video ist gerade jetzt online, wo jetzt sein Video online ist, okay? Deswegen schaut euch das an, das ist mega geil. So. Ja. Man muss sagen, stark, du hast deine Bestrafung durchgezogen, Digga. Ja. Eier hattest du, Digga, du hast dich nicht verändert, Digga. Stark, ne? Stark, Alter, Digga. Du hast echt, Testosteron geht immer nach oben, Digga. Das geht nach oben. Von Jahr zu Jahr, Digga. Das war's auf jeden Fall, die Leute, mit der Folge. Wenn du Eiers, wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge, Digga, gebt dem Video jetzt einen Daumen hoch. Ja, also, um das mal zu kontrollieren. Es gibt natürlich kein neues Video dazu. Das Video, auf das hier verlinkt wird, ist das alte Video. Da gibt's natürlich nichts. Am Ende des Tages ist es so, Bruder, nennt mich dumm, nennt mich naiv, nennt mich geprankt, nennt mich hops genommen, ist ja scheißegal. Alle die, die ihm hier auf Basis seines Fake-Statements Sympathie ausgesprochen haben, wurde ins Gesicht gespuckt. Und das kann man sagen, das ist natürlich frech, aber es ist wie es ist. Ich werde das natürlich beim nächsten Mal mit anvisieren und werde ihm kein einziges Wort mehr glauben. Natürlich nicht, ja. Also alles, was ApoRed vorgibt zu sein oder zu haben, Bruder, von mir aus kannst du jetzt auch im Dreck liegen und auf der Straße wohnen, I don't give a fuck. Du könntest vor den Leuten niederknien, kein Schwanz würde dir mehr glauben, weil genau das eben das Problem ist, wenn man sowas macht. Besonders wenn man das in diesem Kontext macht, die absolute Unglaubwürdigkeit. Es gibt keine Faser von jemandem, der nicht gesagt hat, Alter, eigentlich ist es cool, ist okay. Und dazu gehöre ich auch, die nicht wirkt, wenn sie sich so eine Scheiße reinzieht. Ich hoffe, du bekommst, was du verdienst, Alter. Ich hoffe, du bekommst, was du verdienst. Und das, was verdienst, ist etwas, das ich hier vielleicht nicht aussprechen will. Aber ich hoffe, du bekommst es, Digga. Denn du verdienst es definitiv. Jeder bekommt, was er verdient. Und jetzt haben die Leute, denke ich mal, noch ein bisschen mehr Abfuck drauf. Lass dir den CPM schmecken diesen Dezember. Ich werde ihn mir auch schmecken lassen. Natürlich. Toll. Und was ich mir vor allen Dingen noch schmecken lasse, ist der Rest Menschlichkeit, der übrig geblieben ist. Weil ich glaube, den habe ich gezeigt bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich dachte eigentlich, ich verliere komplett die Kontrolle. Wirklich. Ich dachte, ich verliere die komplette Kontrolle im Auseinandersetzen mit dieser Scheiße, weil ich mir schon eingestehen muss, dass mich das ein bisschen wütend gemacht hat. Aber am Ende des Tages bin ich nicht wütend, aber ich bin von jemandem enttäuscht, von dem ich nicht glaubte, dass ich von ihm noch mehr enttäuscht sein kann. Wirklich. Ne? Unfassbar, eigentlich. Ne? Unfassbar. Mit der ganzen Scheiße, mit all den Vorwürfen, all das, was passiert, Digga. Und ich bin auch froh, das einfach offen aussprechen zu können. Ja. So ist es. So ist es. Das war's an dieser Stelle, wa?